Ja, hallo und herzlich willkommen zum Abo-Special. 100 Abonnenten, wow. Als ich das gesehen habe, ich bin durch die Wohnung gehüpft. Also, ne, so bing, 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 wie so ein Flummi. Ich habe mich mega gefreut. Also erstmal ein ganz großes Dankeschön. Ein ganz großes Dankeschön an alle, die mich abonniert haben. An, ja, alle, die mich damit natürlich auch unterstützen in meinem Hobby. Ganz großes Dankeschön. So, und da habe ich mir natürlich nun, ich wollte unbedingt ein Abo-Special machen. Ich wollte eigentlich schon ein 50-Abonnenten-Special machen. Ja, die 50 wurde aber so schnell überschritten. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und da war das dann, ja, vorbei. Ne? Nun, über die Zahl nicht so schnell überschritten. Das dauert ein bisschen, ne? Und da hatte ich ein bisschen Zeit, mir was zu überlegen. Ich habe lange hin und her überlegt, was ich mache. Und ihr seht schon, mein Internet Explorer, ja, Opera seht ihr hier. Und mein Desktop so ein bisschen. Ich habe mir überlegt, also es gibt zwei was gibt es, was ich so als Special machen will. Nummer 1 ist, ich möchte euch einfach mal zeigen, wie ihr bei Life in the Woods die Version ändert, zum Beispiel, damit ihr mehr Mods reinpacken könnt. Ich werde euch zeigen, wie ihr Matmos einfügen könnt. Na? Und ich habe sogar noch was. Moment. Guck, ob es jetzt geht. Geht es jetzt? Hallo? Sekunde. Jetzt hat es gepiepst. Geht das? Halt. Mal kurz gucken. Moment. Ah, Sekunde. Hilfe. Es ruckelt. Ah, okay. So. Jetzt müsste es funktionieren. Hallo. Hallöchen. Mal mit Facecam. Vielleicht auch mal in Zukunft öfters mit Facecam. Ich bin mir da nicht so sicher. Je nachdem, ob ich halt Lust drauf habe oder nicht, dann mit Facecam. Gut, würde ich sagen, fangen wir direkt an. Als allererstes natürlich das Wichtigste. Wo findet ihr Life in the Woods? Also woher bekommt ihr es? Ganz einfach, Google. Google einfach Life in the Woods eingeben. Dann kommt ihr hier auf die Life in the Woods Seite. Einfach Downloads, dann Europa. Ne? Ganz einfach. Und dann natürlich den Anweisungen folgen. So. Das Problem ist, Minecraft Life in the Woods ist nicht dort, wo das normale Minecraft ist. Das normale Minecraft habt ihr hier, wenn ihr hierher geht, gebt ihr Prozent ab, Data Prozent ein, dann kommt ihr in den Ordner Roaming und da habt ihr natürlich den Minecraft-Ordner. Minecraft Life in the Woods ist nicht dort, Minecraft Life in the Woods ist woanders. Jetzt muss ich kurz hier gucken. Hier, ihr seht hier Computer, also ihr geht auf euren, ne, auf euren normalen Computer, dann auf euer Laufwerk, ganz normal, halt hier. Ne, auf euer Laufwerk, bei mir ist es C, ich habe nur das. Dann auf Benutzer, euer Benutzerkonto. Und da seht ihr hier schon eure eigenen Bilder, eigene Musik und das ganze Zeug. Und hier oben seht ihr den LITWRL, den Life in the Woods Renaissance Ordner. Wenn ihr da reingeht, habt ihr natürlich hier ganz normal das Minecraft, also Minecraft-Verzeichnis. Hier oben bei Games, Life in the Woods Basic, das ist die Version, auf der wir spielen, auf der ich spiele. Einfach nur da rein. Und da seht ihr schon alles. Hier habt ihr die ganzen Mods, alle die drinnen sind. Ne? Und hier habt ihr natürlich die Ressourcenpacks. Ganz normal wie im normalen Minecraft. Gut, jetzt natürlich die Frage. Die erste Frage, das wohl wichtigste an der ganzen Geschichte. Wie ändert man seine Version? Ja, wie ändert man seine? Ich werde auch alle Downloads unten in die Kommentare, in die Videobeschreibung packen. Ihr braucht die bloß downloaden. So, also das erste natürlich, das wichtigste, ist die Version. Ihr braucht eine neue Version. Die meisten Mods, die man sich jetzt holen will, wie zum Beispiel Cosmo NPCs, Matmos ist jetzt übrigens auch drin, aber noch nicht in den Folgen, die jetzt raus sind. Das dauert noch ein bisschen. Ich habe ein bisschen vorproduziert. Ne? Also das, da brauchen wir jetzt eine andere Version natürlich dafür. Und zwar, ich habe hier, diese Version brauchen wir. Genau diese. Ja? Das ist natürlich auch ganz einfach.
ihr kopiert euch das hier so weg. So einfach einfügen. Das ist diese Forge. Ihr könnt die euch gerne hier rausschreiben. Ne? Man sieht es ja hier ganz gut. Wir suchen sie einmal hier. Zack, zack, gleich das erste. Da kommt ihr hier bei Minecraft Forges raus. 1.7 ist schon aktiviert. Jetzt geht ihr am besten auf Show All Downloads. Wir brauchen, hier seht ihr alle Forge-Versionen, die von der 1.7.10 existieren zurzeit. Wir brauchen eine ziemlich alte Version. Das ist ganz, ganz, ganz ungewohnt. Das ist ganz ungewohnt, dass ich hier die Kamera. Ich muss mich also dran gewöhnen. Da muss ich mich dran gewöhnen. 1.2.3.6 war das, glaube ich. 1.2.3.6, genau. 1.2.3.6, halt, hier. Das ist sie. Genau die hier braucht ihr. Die Version braucht ihr. Einfach hinten auf Universal klicken und euch das halt downloaden. Ne? Ganz normal. Ich habe hier auch schon mal meinen Downloads-Ordner geöffnet. Hier seht ihr alles, um was es heute geht. Ihr habt. Moment, wo ist es? Mist, die Version. Da, halt. Ihr könnt es downloaden. Ich habe es noch nicht. Gut, das ist perfekt. Dann machen wir das gleich mal Universal. Wir klicken aber drauf. Wir müssen kurz noch warten. 3 Sekunden. 2, 1. Ja, hier sehen wir jetzt die Version, wir speichern es, es downloadet automatisch. Gut, das hätten wir. Das ist hier im Downloads-Ordner, seht ihr hier die Version. Im Prinzip ist es ganz einfach, ihr geht wieder zu eurem Live in the Woods-Ordner, klickt da rein, oder? Ich hole das mal hier hoch, ich zeige euch das mal. So. Jetzt geht ihr hier bei Minecraft, also ihr geht nicht hier oben bei Games, Live in the Woods, ne, wo ihr das Live in the Woods-Ordner habt, ihr geht direkt auf Minecraft, auf Libraries, dann auf Net und hier habt ihr die Minecraft Forge. Klickt euch durch. Das ist die Forge, auf der Minecraft Live in the Woods läuft. Na, das ist Standard 1.2.3.0. Hier ist jetzt die Forge und ihr seht schon, meins läuft bereits auf der neuen, also auf dieser hier. Man muss den Namen einfach nur ändern. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr kopiert quasi das jetzt, ne? Einfach kopieren, hier rein kopieren. Ich mache das jetzt nicht nochmal, dass das nicht dann mir mein Live in the Woods zerschießt, das möchte ich nicht. Er kopiert das einfach hier rüber. Die Forge, die jetzt drin ist, ne, eure Standard, schreibt ihr einfach um. Macht ihr hier zum Beispiel einfach einen Unterstrich, Old oder so. Ne? Das könnt ihr euch selber entscheiden, was ihr da macht. Wenn ihr die dann hier drüben habt, heißt die dann anders, die Standard ist. Und die neue habt ihr dann auch drüben. Ihr kopiert einfach die Forge bis hin zum Old, ne, mit den allen Zahlen drin und benennt diese hier einfach um. Ne, die muss so heißen, genau so muss die heißen. Dann könnt ihr die, wo dann Old dahinter steht, das was die Standardversion ist, schneidet ihr zum Beispiel einfach aus. Ich habe das so gemacht. Moment, dann gehen wir ganz zurück. Hier habe ich mir bei Live in the Woods einfach noch einen Live in the Woods Ordner gemacht mit der Forge. Ne, dass wir die immer noch haben, selten mal irgendwas sein, dass mir irgendwas doch nicht geht oder so, dann könnt ihr auch ganz einfach das Old wegmachen und die Standard, den Standard wiederherstellen von Live in the Woods. Ne? Ihr kopiert das dann einfach da rein. Ich muss dran gewöhnen, ich muss da hingucken. Da sehe ich jetzt meine Cam, ich muss da hingucken. So, ich muss mich dran gewöhnen. Dauert eine Weile, bis ich mich dran gewöhnt habe, sag ich gleich. Gut. Na, also so kopiert ihr quasi die neue Forge da rein. Ist im Prinzip ganz einfach. Ich hab wieder da hinguckt, ich muss da hingucken, verdammt. Gut. Dann nur habt ihr im Prinzip die neue Forge drin. Mehr braucht ihr daher eigentlich auch schon nicht machen. Jetzt geht ihr zurück auf Games, euren Life in the Woods. Jetzt bin ich gucken, Mods. Hier habt ihr natürlich alle Mods drin. Es ist im Prinzip ganz einfach, ihr downloadet euch zum Beispiel, ich habe jetzt, Buildcraft drinne, ich habe Custom Embedded drinne und ich habe natürlich Matmos seit neuestem drinne. Seht ihr, wie gesagt, noch nicht. Die Folgen kommen aber noch. Die Folgen kommen noch. Dauert nicht mehr lange. So. Überlegen. Nichts falsch erzählen, das möchte ich nicht. Ihr kopiert im Endeffekt jetzt bloß die hier. Zum Beispiel Buildcraft und Custom Embedded. Und hier ist auch noch ROW. Das ist Rails of War. Das ist das mit den großen Eisenbahnen. Ne, da habe ich auch einen Let's Test zugemacht. Mod-Test habe ich dazu gemacht. Das kopiert ihr quasi, die drei könnt ihr ganz einfach jetzt rüber kopieren und dann sollte das laufen.
als Tipp, wenn ihr selbstständig dann neue Mods habt, die ihr dann hinzufügt. Ich muss mal ein Stückchen höher mein Mikro ist hier. Wenn ihr jetzt noch einen Mod habt, der euch einfällt, den ihr mit reinpacken wollt, ihr könnt versuchen, ob der auf der Version auch läuft. Also ihr könnt andere Versionen natürlich dann auch ganz einfach changen. Ihr braucht euch dort bloß zu downloaden, wie wir es gerade gemacht haben. Kein Problem. Ihr könnt die jederzeit wieder ändern. Wenn ihr halt einen Mod habt, den ich jetzt nicht hier dabei habe, also auf die kann ich euch Siegel geben, die funktionieren. Aber bei Mods, die ihr selber dann halt sucht, wo ich sage, die hätte ich auch gerne drin, probiert es erstmal in einer sekundären Welt aus, also schafft einmal eine neue Welt und guckt, ob der Mod funktioniert. Baut mal ein paar Blöcke aus dem Mod einfach im Crea-Mod hin. Ja, dass ihr auch wisst, ob das, dass das funktioniert, nicht, dass es euch dann eure Welt kaputt macht, in der ihr immer spielt, das wäre schade. Also ich würde es jetzt auch nie in der Let's Play-Welt testen. Bloß nicht. Ich habe auch immer eine Kopie. Ich habe immer eine Kopie gemacht. Bis jetzt. Nach jeder Aufnahmesession mache ich eine Kopie von der Welt. Dass sowas nicht passiert. Gut. Na, also ihr habt dann alles im Prinzip drin. Das Einzige, etwas ist schwieriger, und zwar Matmos. Matmos ist ein bisschen komplizierter. Keine Ahnung warum. Wir gehen mal hier zurück. Hier seht ihr schon Matmos. Alles, was ihr für Matmos braucht, ist der Lightloader. Den könnt ihr schon ganz einfach downloaden. Moment. Okay, ich zeige euch das mal ganz kurz, wie wir kopieren. Was war das hier? So, hier können wir wieder zurückgehen. Hier, das brauchen wir jetzt nicht. Zack. Einfach hier. Lightloader. Also das braucht ihr jetzt nicht suchen. Hier einfach nur noch Lightloader suchen. Das passt schon. Moment, ich mach das so. Zack, zack. Lightloader. Ah, hier Lightloader. Oh Gott. Das müsste sein. Genau. Downloads. Einfach hier auf Downloads. Und dann hier habt ihr die 1 zum 10. Einfach draufklicken. Und dann Terra halt hier. Seht ihr euren Download, ne? Kein Problem. So, ich gehe wieder zurück. Wo ist es? Draußen sind Bauarbeiten. Ich hoffe, das hört man nicht so. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, Downloads. Dann habt ihr hier die Installationsdatei. Einfach Doppelklick drauf. Passt, mache ich jetzt nicht. Ich hab's ja schon, ne? Mache ich jetzt nicht extra nochmal. Da ist dann, da kommt bloß ein kleines Fenster mit Success, hat funktioniert und gut. Mehr ist es nicht. Jetzt zeige ich aber gleich, wie das dann aussieht, wenn das wirklich funktioniert hat. So, dann natürlich müsst ihr jetzt noch... Halt, Moment, ich tausche das mal schnell aus. Ah, lutsch, Mods. Hier ist jetzt die Sache, also Matmos, das braucht ihr natürlich, ne? Einfach hier, Mods, also sehen, das ist der eigentliche Mod. Den zieht ihr einfach mit hier rüber in den Mods-Ordner von Live Nudes, kein Problem, ganz easy. Das hier... Das ist wichtig. Das braucht ihr auch unbedingt. Das müsst ihr euch auch mit downloaden. Das ist nämlich, das kommt hier rein, Ressourcenpacks. Ne, das ist hier, ihr seht schon hier. Das sind nämlich die Sounddateien von Matmos. Also der Mod hier ist quasi bloß der Mod, der jetzt sagt, okay, wenn ihr jetzt neue Sounds reinkopiert, nehme ich die und packt die auf die Türen, auf der, wo ihr das halt hin haben wollt. Ne? Und das ist quasi das Soundpack zu Matmos. Ja, dass ihr halt Wellen hört in der Nähe vom Meer und alles drum und dran. Das braucht ihr bloß reinkopieren und dann halt im Spiel wie ihr Ressourcenpack ganz normal aktivieren. Kein Problem. Ich gucke immer da rein. Dauert noch eine Weile, bis ich das drin habe. Ist ja auch ungewohnt, das erste Mal jetzt mit Facecam. Gut, wenn ihr das drin habt, ist es eigentlich schon soweit fertig. Ihr braucht ja bloß die Mods rüberkopieren in den Mods-Ordner dann, nachdem ihr die Forge geändert habt. Das ist ja alles kein Problem. Und nachdem ihr halt das drinnen installiert habt, Matmos reingefügt habt, das eingefügt habt bei Ressourcenpacks. Ja, gut, so wie dazu. Ja, muss sagen, gucken. Entschuldige die kleine Unterbrechung, ich muss so kurz noch mal in die gucken. Gut, so wie dazu. Ich wollte euch das halt mal zeigen, wie ihr das im Endeffekt machen könnt, dass ihr halt mehr Mods reinpacken könnt in eurem Nudes. Gut, das ist das Abo-Special. Hauptsächlich geht es halt hier rum. So, da, Facecam, da. Ne? Das wird nicht die letzte Facecam bleiben sein. Ich muss mal gucken, in welchem Let's Play das ganz so gut passt. Live in the Woods weiß ich nicht, ob das so gut passt. Muss ich mal schauen, ob das. Ich mache so eine Ecke oben irgendwo eine Facecam mit. Die Qualität der Facecam kann sich nochmal ändern. Weil das jetzt keine Facecam ist, was ihr hier gerade seht, das ist eine richtige Kamera. Ich habe leider zurzeit keine Facecam. Kommt aber noch. Muss ich mal schauen, wenn das mit der Kamera hier so gut klappt, dann werde ich das vielleicht sogar lassen. Mal gucken. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten machen kann.
Gut. Soviel dazu. Ich hoffe, das kleine Special hat euch so ein bisschen gefallen mit der Facecam und so ein bisschen Minecraft. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal vielen lieben Dank für 100 Abonnenten. Das ist mega klasse. Wie gesagt, ich bin wie ein Flummi hier durch die Wohnung gehüpft. Hab mich mega gefreut. Für mich ist das verflucht viel. 100 Leute, das ist schon... Ja, ich weiß schon, so ganz große Größen wie so Kronk und so mit so Millionen Abonnenten. Ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen. Das ist... Boah. Geht nicht. Naja. Jedenfalls, ich freue mich sehr über die 100 Abonnenten. Ich danke euch vielmals dafür. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play, Let's Test, vielleicht im nächsten Abo-Special. Mal gucken, wann wir uns wiedersehen. Also, bis dahin. Tschüss.